Hallo und willkommen zurück zu Wild True Learn. Und wenn ich das so aus euren Kommentaren richtig verstanden habe, ist das ein Spiel, das euch echt interessiert. Das freut mich. Ich bin auch gespannt, wie es hier weitergeht. Doch noch ein bisschen was zu tun. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen mit der... was machen wir hier eigentlich weiter? Mit erste Schritte sind es nicht? Doch, erste Schritte. Okay, cool. Schauen wir mal, dass wir hier die ganzen Aufgaben noch abschließen. Mir ist aufgefallen, hier haben wir nun Silber. Und ich weiß gar nicht, warum. Weil, die... Erreicht man die Zeit nicht? Ah, wir halten die Zeit nicht ein. Okay. Wir sind zu langsam. Wieso sind wir zu langsam? Und wie können wir das beschleunigen? Ich glaube... Ich behaupte jetzt einfach mal, das können wir noch nicht. Weil wir können ja nicht hier zwei Sachen anschließen. Und das ist das, was langsam ist. Okay. Gut, dann würde ich sagen, passt das jetzt erstmal. Und jetzt machen wir noch die Hühnerfluchtfarm. Hallo, ich heiße Sarah. Ich besitze einen kleinen Technologiebetrieb. Wir verbessern unsere Verfahren, indem wir die neuesten Technologien verwenden. Geschäfte, mit denen wir arbeiten, benötigen Lieferungen unterschiedlicher Eier und es kostet einiges an Zeit, diese manuell zu sortieren. Deswegen haben wir uns entschlossen, diesen Prozess zu automatisieren. Wir haben alle notwendigen Eigenschaften, um die Eckdaten der Eier zu berechnen, aber wir benötigen einen Algorithmus, der mit hoher Genauigkeit ohne jegliche menschliche Hilfe funktioniert. Okay. So, mit anderen Worten, wir müssen im Prinzip das, was wir vorher hatten, auf Formen anwenden, genau. Also Kreis dahin, alles andere dahin. Na, Moment mal, das sollten wir jetzt taktisch schlau angehen. Und zwar, es kommen ungefähr genauso viele Kreise und Dreiecke wie alles andere. Das heißt, wir sortieren hier mal nach Viereck weg. Dann ist da schon mal die Hälfte raus. Und jetzt machen wir hier Kreis dahin und das sonstige, was dann auch die Dreiecke sind, dahin. Schauen wir mal. Das wird sich zeitlich auch schon bei weitem wieder nicht ausgehen. Würde ich jetzt behaupten. Aber okay. Ja, veröffentlichen wir das mal so. Genau, also hier... Silber wieder erreicht. Wobei ich mich gerade frage, ob das der Grund war, dass wir sozusagen, wir müssten ja, warte mal, das möchte ich jetzt nochmal kurz testen. Ich habe ja gerade gesagt, wir möchten hier so früh wie möglich die draußen haben, aber macht das überhaupt Sinn? Oder ändert das irgendwas? Eigentlich soll es ziemlich wurscht sein. Komm, lass mal's. Ja, dann machen wir jetzt hier noch die Massenpsychologie. Guten Tag, unsere Firma soziologische Forschung. Derzeit arbeiten wir an Massenpsychologie und wir brauchen einen Algorithmus, welcher in der Lage ist, einen Personentyp anhand bestimmter Verhaltensweisen zu definieren. So sind wir in der Lage, gefährliche Individuen aus der Menge zu erkennen und verhindern so unschöne Unfälle. Wir haben die Indikatorgruppen identifiziert, aber wir brauchen einen erfahrenen Entwickler, um einen Algorithmus zu schreiben. Okay, cool. Okay, jetzt wird's interessant. Also das ist wahrscheinlich jetzt das Komplizierteste, was wir bisher hatten. Finde ich gut. Und zwar, wir müssen Blau und Grün trennen. Rot ist erstmal wurscht. So. Jetzt haben wir hier Blau und Grün und jetzt haben wir hier Grün und Okay, fangen wir hier oben an, hier ist es einfach. Hier kommt Blau und Rot rein. Wenn es ein Dreieck ist, soll es ein Mülleimer. Der Rest passt.
Hier unten würde ich sagen, machen wir noch einen Entscheidungsbaum hin. Und zwar rot und grün. Blau gibt es hier ja nicht mehr. Wenn es rot ist, dann akzeptieren nur Vierecke. Wenn es grün ist, dann akzeptieren nur Dreiecke. Zack. Und ansonsten Mülleimer. Kann ich das auch hier? Ja, kann ich auch. Okay, cool. Einmal testen, ob ich da richtig gerechnet habe. Sieht gut aus, bis auf die Tatsache, dass das hier mal ordentlich staut. In anderen Worten, wir brauchen hier viel zu lange. Genau, Zeit abgelaufen, okay. Das heißt, wir schmeißen den hier nochmal weg und packen da auch einen Entscheidungsbaum dazwischen, weil der ist deutlich schneller. Und dann machen wir im Prinzip dasselbe. Es ist eigentlich vollkommen wurscht. Im Prinzip die Idee dahinter ist meiner Ansicht nach einfach nur, dass wir das Ganze aufspalten können und damit doppelt so schnell verarbeiten können. Also einmal rot, einmal blau. Mal rot und blau kommen ungefähr gleich viel, oder? Ja. Dreieck weg, der Rest rein. Mal einen Testlauf. Sieht besser aus von der Zeit, oder? Ich würde schon sagen, wir kommen zumindest auf Silber. Oh, nee, nicht Silber. Oh. Moment mal, wieso dürfen wir für Gold 8 von 8 haben, für Silber aber nur 6? 10 Mülleimer als Knoten, nur so als Frage. Nein, okay, cool, schade. Ich hätte auch nachzählen können, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, okay, ein Mülleimer zählt für immer, okay. Interesting. Sehr interessant. Ja, ich würde sagen, das passt jetzt trotzdem mal, oder? Mal schnell Testlauf, nicht, dass ich jetzt irgendwie Scheiße gebaut habe. Durch irgendwas rumschieben, löschen. Aber sieht gut aus. Sieht eigentlich gut aus. Ist auch die Tatsache, dass, naja, wir eigentlich viel zu langsam sind. Egal, wir veröffentlichen das jetzt mal. Und ich vermute, dass wir irgendwann mal bessere Sachen zur Verfügung haben und da neu machen können. Oder es gibt irgendeinen Trick, den ich jetzt gerade noch nicht kenne oder wie auch immer. Also was man potenziell machen könnte, wäre, dass wir irgendwie das Grot zusammenfasst und weiß ich nicht, aber passt schon. So, jetzt hätten wir hier alles abgeschlossen. Ich würde mal gucken. Wir gucken mal, was wir bei Seabay noch machen können. Wir können uns noch einen Kaktus kaufen. Yay! Ja, gut. Neue Knoten. Okay. Random Forest Algorithmus. Okay. Isolation Forest. Stochastisch abfallender Gradient. Okay. Und hier mehr RAM. Also her damit. Ich hab noch keine Ahnung, was das genau macht. Erhöht die Datentransfergeschwindigkeit um 1%. Aber hallo. Und Arbeitsgeschwindigkeit der Knoten und die Datentransfererhöhung erhöhen. Finde ich auch gut. Mit anderen Worten. Und jetzt können wir was holen? Okay, jetzt können wir uns anzeigen, ob wir das, welches wir vorne im Raum anzeigen wollen. Okay, cool. Also hier steht das Ding. Das heißt, jetzt, wenn wir nochmal hier reingehen, dann nochmal einen Testlauf machen. Genau, sind wir jetzt bei 1,238 Sekunden. Das heißt, wir sind schneller. Potenziell. Was jetzt aber nichts ändert. Aber grundsätzlich bedeutet das, wir sind ein bisschen schneller. Wunderbar, ist doch cool. So, das Video haben wir uns schon angeguckt beim letzten Mal. Wir haben tatsächlich Gold gekriegt, wenn ich mich nicht täusche, weil wir hier die Hauptmissionen gut genug waren.
Jetzt geht's aber los hier mit Training Rosenblatt Perzeptron. Ja, mal Tiergefühle erkennen. Ey, also ich habe es geschafft, dass mein Computer die Katze erkennt. Aber dieses Biest ist eine komplizierte Seele. Es hat definitiv mehr zu erzählen. Vielleicht ist es an der Zeit, das nächste Level zu gehen und Emotionen zu erkennen. Okay. Jemals von Perzeptrons gehört. Sie wurden in den 60er Jahren erfunden, um geschriebenen Text zu erkennen. Jeder weiß, dass alles, was in den 60er Jahren erfunden wurde, standardmäßig großartiger ist. Doppelhelix, Rock'n'Roll, Lavalampen. Kannst du vielleicht anstelle von Katzen zu Hunden wechseln? Entscheidungsbäume funktionieren für meinen Bluetooth wie ein Zauber. Du musst nur mehrere Bäume verwenden. Eine Art Entscheidungswald, haha. Okay. Dieses Symbol, das hier, zeigt die Möglichkeit einer falschen Datenerkennung an, die der Knoten während der Verarbeitung ausführt. So, Perzeptron Mark 1 im Spiel. Im Trainingsmodus verringert Perzeptron die Anzahl der Fehler, indem es versucht, die Form von Elementen vorherzusagen. Im Deployment sagt Perzeptron nur die Formen voraus. Okay. Rosenblatt Perzeptron wurde in Mark 1 verwendet. Dieser Perzeptron konnte nur einfache lineare Abhängigkeiten erkennen. Es war jedoch genug, um englische Buchstaben zu erkennen. Und wir können uns wieder angucken, wie das funktioniert. Okay, mit anderen Worten, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal an. Wir jagen hier Sachen rein. Das Ganze geht ziemlich schnell, 0,6 Sekunden. Und wenn's Kreis ist, dahin. Wenn's Viereck da ist und ein Dreieck da. So, wir sind mittlerweile bei 60%, die wir haben dürfen. Dementsprechend trainieren wir das Ganze jetzt. Und wir mal sehen, okay, der Fehler geht deutlich runter. Also es kommen immer mal wieder, hier sieht man es, falsche Dinger durch. Aber grundsätzlich, ja, wäre es besser. So, und the blocks on the fields have reached the minimum margin of error. Genau, also mit anderen Worten, wir haben jetzt so weit trainiert, dass es nicht mehr besser geht. Also wir können sie nicht mehr weiter trainieren. Das heißt, wir können jetzt den Testlauf starten. Ist immer noch nicht hundertprozentig korrekt. Klar, wir sind auf 20%. Aber es ist gut genug, dass wir die 60% Grenze erreichen und Gold erreichen. Yay! Wunderbar. So. Perzeptron, gut für Bilder. Opa hat es oft benutzt, genau. Sagen wir, machen jetzt hier mal gleich alles, was wir damit noch lernen können. Hallo, mein Name ist Sam. Ich besitze eine Milchproduktionsfirma. Ich bin neu in diesem Geschäft, aber ich sehe jetzt schon einige Dinge, die verbessert werden müssen. Ich träume davon, qualitative und leckere Produkte herzustellen. Diese können aber nicht ohne eine hohe Genauigkeit der Fermentationszahlen hergestellt werden. Nun gut, genug Fachwissen. Ich möchte einem Programm beibringen, die Qualität eines Produktes zu beurteilen, indem es seine Zusammensetzung beurteilt. Auf diese Weise werden wir in der Lage sein, gut gemachte und leckere Produkte von den schlechten zu trennen. Wir machen oft Fehler, wenn wir manuell daran arbeiten. Viele unserer Produkte verlassen das Werk nie, da wir sie als fehlerhaft kennzeichnen. Wir haben die Daten, aber brauchen ein Programm. Los geht's. So, Perzeptron. Wait. Okay, mit anderen Worten. Kreise hier, alles andere da, und jetzt mal sagen, schauen wir mal, ob das funktioniert. Okay, und jetzt schauen wir mal, was der Testlauf so sagt. Funktioniert das? Ja, sieht gut aus, aber wir haben nur Bronze erreicht. Warum eigentlich? Ah, weil es kein Silber gibt, okay. Wir dürften aber, hahaha, wir dürfen aber zwei davon nutzen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, hier, Kreise da rein, dann können wir das Ganze auch nochmal trainieren. Wird auch nochmal besser, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis das trainiert ist. Aber dann kommen hier die, mit einer guten Wahrscheinlichkeit hier nochmal falsch reingeraten sind, wieder hier hoch. Gott, das dauert jetzt noch ewig. Hier zum Beispiel war ein Dreieck drin. Und damit könnten wir es schaffen, die Zeit hier oben ein bisschen zu beschleunigen. Also dass hier nochmal ein paar hochwandern.
Oh Gott, das dauert ja ewig. Nee, ich brech's jetzt nicht ab. Ich habe mir jetzt gerade gefragt, was passiert, wenn ich das Ding hier nochmal anschließe. Ob dann das hier zurückgesetzt wird. So, 20%, wunderbar, Testlauf. Das sieht besser aus, oder? Täusche ich mich. Yep. 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 Zack. Gold. Ja, damit. Nehme ich. Nehm ich. Kann jetzt natürlich gut sein, dass wir es diesmal nicht schaffen, weil Zufall, aber... Ich glaube schon. Yes. Gold. Sehr cool. Und wir haben, glaube ich, auch von unserem Startup hier Geld bekommen. Cool. Metal Gear Construction Fabrik, jetzt geht's ja los. Hallo, Metal Gear Construction Fabrik in der Leitung. Wir produzieren, wir kriegen eine E-Mail. Wir produzieren Metallstrukturen und liefern Rohmaterial zu großen Projekten auf der ganzen Welt. Wir haben strikte Rohmaterialqualitätsanforderungen. Im Moment müssen wir die Produktionsrate erhöhen. Wir haben eine ganze Menge neuer Bestellungen erhalten und müssen die Deadline einhalten. Es wird ein Algorithmus benötigt, der das Rohmaterial scannt, schlechte Eisenqualität abschneidet und auf ein Laufband legt. Dieser Prozess ist komplex und es dauert zu lang, wenn ein Mitarbeiter eine Analyse macht, dadurch steht die Produktion still. Okay. Was müssen wir rausfinden? Wir müssen... Ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Ding, was schnell ist. So, und zwar, wir wollen rausfinden... Oh oh, was wollen wir rausfinden? Ja, also rot wäre interessant und der Rest sozusagen. Aber wir haben nicht rot und der Rest, wir haben der Rest und rot sozusagen. Das heißt, wir können jetzt irgendwas filtern, aber was macht denn Sinn? Wie viele dürfen wir verwenden? 8 Stück. Du könntest natürlich auch anders anfangen. Wir könnten erstmal sagen, welche Form ist es? Aber das ist zu langsam. Ne, wir müssen damit anfangen. Okay. Okay, also fangen wir mal an mit Rot und, weiß ich nicht, Blau. Ah, warte mal, hier, beliebig. Ha. Huh. Dann müsste ja theoretisch alles, was nicht rot ist, da rein. Das muss ich mal testen. Das heißt, hier sollte jetzt nur noch rot ankommen und hier sollte jetzt alles andere ankommen. Und dann Dreiecke da rein und in dem Fall Dreiecke im Mülleimer und der Rest da rein. Und hier der Rest im Mülleimer. Jetzt mal rein. Okay, da wandert auch Rot mit. Okay. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay, gut, stopp. Das heißt, wir sind hier zu früh, weil wir haben hier auch noch mal Rot. Dann nicht beliebig, sondern wir machen es anders. Dann machen wir jetzt hier grün. Dann haben wir zumindest schon mal... Ja, wissen wir zwar, dass blau bei beiden da ist, aber okay. Dann jetzt hier rot und blau. Zack. Und hier grün und blau. So, dann wissen wir... Oh Gott. Dann wissen wir, dass hier definitiv nur noch rot ist. Und jetzt schließen wir noch eins an. Einmal für grün und einmal für blau, weil das Ding ja länger dauert. Und auch hier wieder die Dreiecke weiter. Und der Rest in Mülleimer. Trainieren. Stopp, 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 stopp. Blau. Auch da rein. Trainieren.
20%. Hier haben wir jetzt auch gleich 20. Hier haben wir es auch schon. Okay. Testlauf. Jetzt bin ich gespannt. Sehr gespannt. Ich glaube, wir sind zu langsam, aber ansonsten... Ja, kommt, nehmen wir, oder? Test, Schmann, den hat man schon veröffentlichen. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, das etwas schneller zu machen, aber ich würde sagen, fürs Erste reicht das aus. Wunderbar, nächstes Projekt. Neue Technologien in der Ja, warte mal, da ist ein... Wir können irgendwas kaufen. Ja, schon wieder hier. Irgendein Propagandaposter, bitte, was? Ich möchte Hardware. Okay. Gibt's wohl noch nicht. So, wo waren wir? Genau, neue Technologien. Wir sind die Firma Nukatoy. Wir designen und fertigen Kinderspielzeuge per 3D-Druckverfahren. Die Spielzeuge werden aus Rohstoffen und drei Arten anderer Materialien hergestellt. Wir brauchen einen Algorithmus, der die Elemente korrekt verteilt. Fehler müssen minimiert werden, da sonst ein Notfall eintritt. Ich habe ein bisschen Angst. Oh oh, zwei Eingänge. Warum heißt der 1 und 3? Wo ist Eingang 2? Wie auch immer. So, wir dürfen 8 Module verwenden. Also der ist einfach. Das ist so alles. Der ist irgendwie ein bisschen lame. Das Interessante ist, dass die hier 3060 Dinger brauchen. Da kommen aber nur 4067 an. Das ist knapp. Wenn ich da eine Fehlerchance habe, dann funktioniert das nicht. Da kommen aber mehr. 40, 60, okay. Das heißt... Was heißt? Das heißt, ihr zack, durch. Und dann Kreis, der Rest. Schauen wir mal, ob das ausreicht. Hast du mir das jetzt gelöscht oder was? Darf ich das nicht? Jetzt mal rein, so von denen hier. Funktioniert das oder nicht? Wird nicht funktionieren, weil wir zu wenig Kreise haben. Hahaha. Das ist das Problem. Okay. Das ist das Problem. Das heißt, mein Evil Plan funktioniert nicht. Das heißt, hier auch die Kreise da rein. Und der Rest da rein. Oh, jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Ich habe nämlich die Befürchtung, wir haben zu wenig Objekte für das, was ich hier gerade mache. Kreise sehen gut aus. Aber hier unten... Ja, genau. Kommt zu wenig an. Okay. Okay. Warum eigentlich? Ja gut, es müssen deutlich mehr rein als alles andere. Aber sonst? Ich meine, hier sollten da 40 rein. Das kann nicht funktionieren. Dann doch andersrum. Oder so eine Mischung. Hier die da rein.
Da die rein. Hier die rein und da die rein. Irgendwie so ein Sparen. Keine Ahnung, das was nutzt. Das passt. Ja, okay. Gut, veröffentlichen wir es. Keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es wieder irgendwas. Ich meine, wir haben viel zu wenig davon genutzt. Da könnte man wahrscheinlich nochmal optimieren. Oder müsste man optimieren. Aber das passt jetzt schon, oder? Wir müssen jetzt nicht überall Gold bekommen. Was ist denn jetzt Großrot? Ein echtes verstärktes Lernen. 0. Okay. In dieser Aufgabe begegnest du verstärktem Lernen. Hier musst du einem Auto beibringen, sich richtig auf der Straße zu verhalten. Auf den ersten Blick sieht dies ziemlich kompliziert aus, aber es wert, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Dieser Spielmodus ist jetzt im Open Beta Test. Wenn du also irgendwelche Probleme oder Anmerkungen hast, kontaktiere uns via Discord. Okay. Jetzt bin ich ja gespannt. Knotenmechanik unterscheidet sich von den üblichen in den Aufgaben mit verstärktem Lernen. Alle Daten sind zunächst unbekannt und ihre Aufgabe ist es, sie zu erkennen und an das maschinelle Lernmodell zu übermitteln. Oh, jetzt geht's ja los. Also, wir machen irgendeine Objekterkennung. Und dann dahin. Okay. 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 Hier trainieren Sie und testen Sie das maschinelle Lernsystem, das die Daten vom vorherigen Bildschirm empfängt. Okay. Das Endergebnis dieser Art von Aufgabe sollte eine bestimmte Durchschnittsgeschwindigkeit sein, welche die Maschine während des Starts beibehält. Baue das Schema, ändere und experimentiere mit den Parametern des Modells. Hier können, das ist ja jetzt fancy, hier können Sie sehen, wie die KI die Bewegung Ihres Autos entlang der Straße steuert. Die grüne Zone davor, LIDAR, ist genau das, was das Auto sieht. Also das ist wahrscheinlich unser Auto, das ist das, was man sieht. Die Daten, welche die Maschine während der Fahrt erhalten hat, werden durch ihr System geleitet an die KI im verarbeitenden Zustand gesendet. Die von der Maschine getroffenen Entscheidungen hängen von diesen Daten ab. Auf der rechten Seite sehen Sie, welche Entscheidungen das Fahrzeug gerade trifft. Okay. Du kannst das Rennen selbst fahren und danach das Auto trainieren, deine Aktionen zu wiederholen. Starten Sie beaufsichtigter Lauf und fahren Sie das Auto manuell, um Ihre Aktion aufzuzeichnen. Achten Sie darauf, was Ihr Fahrzeug auf den Sensoren sieht. Starten Sie Lernen, damit der maschinelle Lernalgorithmus versucht, Ihre Aktion zu wiederholen. Experimentiere, veröffentliche und verdiene Geld. Jetzt bin ich gespannt. Trainingslauf, okay. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Fancy, ich kann links und rechts fahren. Oh, jetzt bin ich schleunig gerade. Jetzt habe ich nämlich den Pfeil nach oben fast endlich mal gedrückt. Bin ich ausgewichen. Was doof ist, weil das Auto nichts gesehen hat. Anderes Auto. Ausweichen. Okay, cool. Auto ausweichen. Auto ausweichen. Fancy. Bin jetzt kollidiert. Drücken wir mal trainieren. Okay, cool. Okay. Wir machen nochmal einen Trainingslauf. Wir geben Gas. Genau. Gas, 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 Gas. Auto lenken. Auto lenken. Auto lenken. Es funktioniert so lang. Da war ich jetzt wohl zu nah dran. Es funktioniert so lang, bis wir merken, dass
links und rechts ein Auto ist und man nicht, wir nicht gebremst haben. Drum bremsen, lenken, beschleunigen. Ich habe keine Ahnung, was wir hier gerade machen. Okay, trainieren wir nochmal. Ja, ich habe keine Ahnung. Yay, Testlauf. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ja, geschätztes Ergebnis. Das klingt gut, das machen wir. Was ist das da oben? Epochenmenge zum Trainieren. Oh, okay. Ja, cool. Ja, wir haben Geld bekommen. Also die Sachen sind echt lustig, muss ich sagen. Ja, das war's aber auch für diese Folge. Beim nächsten Mal geht's hier noch ein bisschen weiter mit Texterkennung und sonst was. Ich bin gespannt, weil ich glaube, das wird jetzt hier langsam richtig interessant. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!